Ja, vor allem, wenn du einen großen Anhänger hast, der lang genug ist, dann kannst du auch gleich von, wenn du dahin fährst, das aus dem Anhänger rüberladen lassen und er schmeißt dann auch gleich währenddessen bei dir rein. Er kennt da ja auch automatisch an. Und sobald du wegfährst, haut er sich das hinten wieder rein. Und leer. Und Kalk ist immer noch nicht fertig. Na toll. Alter, halb voll erst. Dichten werde ich jetzt eh nur mit dem Trecker allein. Weil ich gleich diese Milch produzieren kann. Fülle. Boah, wie viel Geld wir schon ausgegeben haben, Alter. Das ist echt nicht mehr normal. Hast du nochmal was draufgeben, oder wie? Nee. Wie viel Geld hast du noch? Jetzt im Moment noch 275, davon gingen gleich 30 weg, also 240 haben wir gleich noch. Aber es kommt auch eigentlich erstmal da nichts mehr zu, weil wir haben Dünger und Saatgut haben wir eigentlich genug erstmal. Kalk war nur ein bisschen wenig, dass wir jetzt nochmal Bis 300.000 Liter nachholen mussten. nach der ersten Ernte müssen wir durchkommen, damit erstmal. Ja. Zieh dir mal rein, Alter. Wir haben jetzt eben für alle Felder Kalken 125 plus die zwei Ladungen aus dem Dings. Sind nochmal 40. Sind wir bei 100, fast 200.000 Liter Kalk weggeknallt eben. Bei jeder Ernte muss kalten, ne? Nee, bei jeder dritten. Okay. Das wäre hart, Alter, jede Ernte kalken. Das Einzige, was du bei jeder Ernte machen musst, ist grubben und düngen. Ja, vorm Ansehen. Nach dem Ansehen wäre schlecht. Das wäre mies. Gehen wir dann mal Saatgut holen, dann mal von Händler so zwei Kipper voll. Immer noch nicht voll, ey, Alter. Jetzt bin ich bei der 46. Oh, okay. Ja, dann holst du jetzt auf jeden Fall noch richtig auf. Ja, jetzt will ich den Anhänger auch voll machen. Jetzt warte ich, fahre ich hier nicht direkt weg. Sojabohnen kann ich noch ernten. Steht der Drescher schon dort. Komplettes Feld. Werde ich auch einlagern, glaube ich. Wir haben, ich weiß gar nicht, haben wir unsere Sojabohnen vertickt oder eingelagert? Also pleite kann ich noch nicht gehen. Ich auch Sechs nicht. oder sieben, 6 oder 7 Stück Palette. In einer, wie viel sind denn in einer Palette drin? Liter von den Wollen. Wolle 1000 Liter. In einer Palette, Ja, ah. das ist ein Witz, ist das. Ich glaub's. Wolle rentiert sich überhaupt nicht mehr eigentlich. Das ist so Ah, ich lächerlich. glaub, ja, ich sehe das auch. Sind 2000, glaube ich. Oder 1000. 1000. Ja, der Preis ist für 1000. Ah, ich hatte es jetzt ja erst auf der Ravenport. Verdammt, ich müsste jetzt in die Folge gucken. Ich glaube, es waren nur 1000. Das war richtig mega enttäuschend. Ja, okay, das ist enttäuschend, das stimmt. Aber Weil ja. erstmal im LS17 hast du eine richtige Summe dafür gekriegt für 1000 Liter und dann waren, glaube ich, 4000 Liter in der Palette drin, ne? Ich glaube, jedes von diesen Päcken in der Palette waren, glaube ich, immer 1000 Liter. Ja. Aber hier lohnt sich Wolle, das ist so lächerlich geworden, dass sich das wirklich beinahe gar nicht lohnt. Es lohnt sich wahrscheinlich dann nur noch, wenn du es irgendwann weiterverarbeiten kannst. Kann ich trotzdem schon düngen, obwohl du nicht gekalkt ist? Nee, wäre schlecht, glaube ich. Okay. Also weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwas verändert. Wieso bist du schon wieder so weit? Ja, ich würde jetzt sagen, ich mache die 46 und 47 zusammen. Ja. Mach die beiden erstmal, dann bin ich auch an der 48 gleich fertig. So sieht's aus. Max, nächste Woche auch wieder LS. Was? Nächstes Wochenende LS. Nee, jetzt in der Woche. Wahrscheinlich.
Wochenende. Wochenende ist halt immer ein bisschen. Wo fahre ich hin? Ach doch, da, ich fahre. Ich habe gerade auf deinen Punkt geguckt. Denke, hä, wieso fahre ich denn da oben? Nach der Arbeit, oder? Ja. Ja, dass wir auch mal miteinander drauf sind. Dass man, weil es ist ja auch sonst auch langweilig, wenn jeder einzeln. Ja, das ist richtig. Ich war hier vorhin auch, glaube, 1,5 Stunden alleine unterwegs. Oder 1 Stunde irgendwie so in dem Dreh. Ach, das bist du. Das bin. Oh Mann! Da hinten steht mein Kalkstreuer. So ist die Karte schon klasse, ne? Ja. Findest du cool? Aber eigentlich kannst du hier komplett querfeldein fahren. Wartest du gleich einfach 1, 2 Minuten. Weil viel ist es bei mir nicht mehr, was ich hier habe. Ja, bei mir auch. So, einmal vollklatschen das Ding. Sollte jetzt hoffentlich auch reichen. Ich sehe dich nicht. Außerhalb meiner Reichweite. Du bist da, da hinten, da oben. Ah. Da hinten, da oben. Ja, da vorne hin. Ja. Fährst aber auch 20 km/h, ne? Ist richtig. Ja. Ja. Hast nur die doppelte Arbeitsbreite. Ich überlege, wie lange ich hier am Kalken bin, wie schnell du das jetzt gedüngt hast, ne? Das ist Wahnsinn, Alter. Ich kalke hier schon wieder seit 2 Stunden. Scheiß Huckel hier. Ich komme noch rauf auf den Server. Da muss man den Mixer noch mal angucken. Das ich habe erst einen kompletten Schaden ist da. Dann habe ich nicht so Bock, die da auch mit Zocken einmal wieder. Steht's wie ich mein. Ja. Das muss auch Laune dazu haben. Richtig, richtig. Oder wenn du privaten Stress hast, dann kann ich nicht zocken. Nee, das Sonst stimmt. so. Habe ich Da auch kann ich gelegentlich mal. nicht zocken. Weißt du, wenn es Freunde, da kann ich nicht mehr zocken. Oder streamen. Na, geht mal überhaupt nicht. Ja, vor allem ist auch so, wenn du dich dabei nicht, wenn du irgendwie Stress hast oder so und kommst nicht wirklich klar, dann macht das auch keinen Sinn, weil die Leute merken das. Besonders wenn der einen Engel fährt. Und du sowieso schon irgendwie angespannt bist. Ja. Gleich habe ich es geschafft, aber ich wette, ich kriege den Kalkstreuer noch mal leer, bevor ich fertig bin.
Feder? Ja. Komm jetzt gleich rein, ne? Ja. Jetzt muss ich mal hingucken. Jetzt haben wir Synchro. Ja, bin gerade stehen geblieben. Ich auch. Vorsorglich. Ja, ich nicht. Ich bin durch die Synchro stehen geblieben. Aber es soll schon passieren. Nice. Alter, jetzt weiß ich aber, warum der so viel Kalk verbraucht, ne? Hast du den Hexer schon freigeschaltet? Nee, noch nicht. Ich Kannst du glaube, mal ein machen. einzelnes Fahrzeug kann ich dir auch nicht freischalten. Schon? Ich müsste dich als Lohnunternehmer oder so irgendwie einstellen, glaube ich, ne? Ich muss mal gucken, wie ich das gleich mache. Ja, du kannst es für die Höfe freischalten. Ja? Jeweilige Gerät, Freigabe für Höfe, so und so. Okay, ja, muss ich gleich mal gucken. Das habe ich noch nie gemacht bis jetzt. So, ich habe gekalkt und fast leer das Ding. So, jetzt geht's erstmal mit dem ganzen Gerümpel wieder Richtung Hof zurück. Ich hoffe, dass ich jetzt aus dem Überladewagen auch in das Lager reinkriege. Es ist so schade, 2 Meter auf der Straße gefahren sind die Reifen nicht mehr weiß. Aber dreckig bleiben sie dennoch. Warum können sie denn nicht einfach weiß bleiben? Weil das ist ja eigentlich gerade der Schmutz, der drauf war. So, ich komme hinter zu Wie viel Dünger hast du noch drin? über 2/3. Sehr sparsam. Da kommen wir auf jeden Fall eine ganze Weile mit hin mit Dünger. Irgendwann hat sich das sowieso erledigt, wenn wir dann mit Mist und Gülle düngen. Ja. Können wir auf jeden Fall auch dann irgendwann die Feldspritze verkaufen. Die Düngestreuer würde ich schon noch behalten, für den Fall, dass mal uns irgendwas ausgeht, Mist oder Gülle. Aber die Feldspritze könnte dann im Grunde theoretisch weg. Oder man behält sie trotzdem, weil man hier auf ein Feld 2 und 3 und 4 düngen will, also gleich vierfach, dass man 4 Fahrzeuge losschicken kann, was aber auch Bullshit wäre, weil die Felder schnell gedüngt sind. Okay. Ja, außer unsere Felder gehen mal irgendwann weiter weg, wenn wir neue kaufen. Ich mach bei mir noch mal schnell die Türe zu. So. Ach, da ist er. Was im toten Winkel? Wollte schon sagen, wir klatschen doch laut der Karte gleich zusammen. Kollision, Kollision, Kollision. Ich sehe niemanden. Ah!